Im Haushalt gibt es viele Orte, an denen sich gesundheitsschädliche Keime zuhauf ansiedeln. Vor allem die Küche ist ein beliebter Ort der Mikroorganismen. Im Bereich der Spüle sammeln sich viele von ihnen, wie auch im Kühlschrank. Doch auch bei der Zubereitung von Lebensmitteln gibt es wichtige Vorkehrungen zu treffen, so zum Beispiel bei rohem Fleisch. Das Produkt, was nicht erhitzt wird oder gegart wird, wie den Salat, vorher zu schneiden auf einem getrennten Brettchen und dann eben das Fleisch auch auf einem anderen Brettchen mit einem anderen Messer dann zu machen. Rohes Fleisch kann Keime enthalten, die sich für immunschwache Menschen sogar lebensbedrohlich auswirken können. Deshalb sollten die Küchenutensilien nach dem Gebrauch gründlich gereinigt werden. Abspülen mit heißem Wasser, mit Spülmittel und noch besser ist natürlich die Geschirrspülmaschine, weil die halt eine höhere Gradzahl hat. Bei Schwämmen ist Vorsicht geboten, denn schon nach wenigen Reinigungseinheiten sind diese voll mit Keimen und reif für den Mülleimer. Was die Reinigung im Haushalt betrifft, werden häufig Desinfektionsmittel eingesetzt. Doch damit ist sparsam umzugehen. Das Desinfektionsmittel, das denkt man oft, aber die sind ja nicht zum Reinigen gedacht, sondern die sind nur zum Desinfizieren gedacht. Ich brauche vorher ein Reinigungsmittel und da reichen handelsübliche völlig aus. Spüllappen sollten nach dem Benutzen schnell getrocknet und bestenfalls täglich gewechselt werden. Was darüber hinaus täglich gleich mehrmals getan werden sollte, ist Händewaschen. Da ist es wichtig, dass wir die Hände gründlich waschen unter warmem Wasser und mit Seife und das eben bevor wir mit Lebensmitteln umgehen und nach dem Toilettengang. Bei der Toilettenreinigung sollte immer ein Extralappen benutzt werden. Wer die Keime in den Putztüchern garantiert töten will, der sollte sie hin und wieder bei mindestens 60 Grad waschen.